Zwar hat TK Maxx in München eröffnet. Vielleicht habt ihr mir auf Snapchat gefolgt, da habe ich euch mitgenommen zur Eröffnung. Das war also heute, ich bin gerade nach Hause gekommen. Mittwoch war so ein Pre-Shopping, Donnerstag eröffnet es. Und ich bin gerade voll außer Atem, tut mir leid. Ich muss erst mal ankommen. Und wie ihr seht, ich war erfolgreich und das würde ich euch gerne zeigen. Ich muss dazu sagen, ich war da eingeladen und habe einen Gutschein bekommen von 50 Euro. Darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut und habe die natürlich dann auch gleich ausgegeben. Und ich habe natürlich noch ein paar mehr Sachen gefunden. Und ich zeige die euch heute einfach mal. Falls ihr in München seid, dann könnt ihr da ja mal vorbeischauen, weil die haben echt mega Sachen und er ist einfach riesig. Ich weiß nicht, ob ihr den Forever 21 kanntet oder kennt. Also jetzt gibt es den nicht mehr, weil im gleichen Gebäude ist nämlich jetzt der TK Maxx drin. Wir fangen jetzt halt an. Und zwar habe ich hier, da steht mit Bart-Accessoires drin, dieses Acrylfach bzw. diesen Acrylständer gekauft. So schaut der aus. Und der hat hier auch noch eine Schublade, wie ihr sehen könnt, was ich total süß fand. Hier hat er dann nochmal zwei Fächer. Hier hat er 4, 8, 12 Lippenstiftbehälter. Hier nochmal für Pinsel zum Beispiel. Also ich fand das halt richtig cool. Jetzt fällt mir die Schublade raus. Und der hat eben 20 Euro gekostet und ich fand das total in Ordnung. Ich hätte sogar mir noch eins mitgenommen, aber ich habe dann schon so viel gehabt, dass ich mir gedacht habe, jetzt reicht's, Schluss. Dann aus dem Küchenshop, ich gehe das jetzt halt nacheinander hier runter, für 4,99 € ein Zopfbackblech sozusagen. Das ist richtig cool. Da kann man dann einfach nur seinen Teig reintun und dann formt der quasi einen Zopf. Ja, das finde ich natürlich mega cool. Da muss man das nicht nochmal formen. Und ich liebe momentan eben Zopf und den kann ich auch super leicht nachmachen. Also das werde ich euch dann auch zeigen, mein Rezept dazu. Und natürlich braucht ihr nicht so ein Teil, aber für 5 Euro habe ich mir gedacht, das ist super ein Schnäppchen. Habe das natürlich auch mitgenommen. Dann geht es weiter und zwar für 9,99 €. Ja, dieses Tablett, ich fand es so schön. Ich habe mir gedacht, ich kann das verwenden, wenn ich jetzt das so ein paar Instagram-Bilder für euch machen werde. Zum Beispiel, dass ich da mal Make-up oder so drauflege oder die Sachen, die ich gerade teste. Und da fand ich das richtig schön. Und ja, 10 Euro fand ich jetzt auch in Ordnung. Dann geht es weiter und zwar zweimal 5,99 €. Ihr wisst ja, ich liebe Sneakers und liebe Ballerinas. Und ich trage momentan Sneaker meistens ohne Socken oder ich habe Socken an und dann friemel ich die so weit runter, dass man die halt nicht sehen kann. Das ist ja ein totaler Schmarrn eigentlich. Und jetzt habe ich mir von Calvin Klein diese Strümpfe hier gekauft. Das sind so ganz Mini-Mini-Strümpfe. Und die haben jeweils 5,99 € gekostet und da sind jeweils zwei Paar drin. Und ich habe mir gedacht, das ist super, also super günstig und ich hoffe, man sieht die nicht. Also ich denke mal nicht, dass man die sieht. So schauen sie zumindest aus. Und dann kriegt man vielleicht auch nicht so Schweißfüße oder ist es vielleicht dann auch ein bisschen hygienischer, wenn man dann halt in den Schuh reinkommt, ne? Dann geht's weiter für 16,99. Was war das? Ah ja, für 16,99 habe ich, ja, wo ist es? Diesen Bikini und ich fand den so, so geil. Schaut mal bitte diesen Bikini an. Wenn ihr eh schon so ein bisschen braun seid und dann hängen da so die Fransen runter. Eigentlich könnt ihr den so tragen. Entschuldigung, das war falsch. So hängen dann die Fransen runter. Also ihr habt hier auch die Möglichkeit, den zu binden bzw. ihn Neckholder zu tragen. Ja, dann hatte ich das falsch von der Vorstellung. Also so schaut er aus und das Bikinihöschen finde ich halt auch richtig cool. Und für den Sommer finde ich das auch geilo, und ich freue mich auch schon auf die Saison. Dann geht's weiter und zwar mit Frotte. 3,99 € und zwar diese süßen pinken Handtücher. Das sind 1, 2, 3, 4 Stück. 4 Stück für 3,99 €. Das ist einfach unglaublich. Und ich habe mir gedacht, ich nehme mir zwei Paar zum Pferd mit, damit ich die Hufen putzen kann oder zumindest trocknen kann, wenn ich sie wasche und dann einöle. Also 100% Baumwolle und ich habe mir gedacht, pink. Wisst ihr, man kann auch natürlich schwarze Handtücher zum Pferd mitnehmen, aber ist doch alles egal. Man kann auch pinke Handtücher mitnehmen, falls jetzt vielleicht hier jemand kommt. Aber dann sieht man ja den Schmutz so schnell. Ist mir egal, auch beim schwarzen Handtuch sieht man irgendwann den Schmutz. Auch irgendwann muss man seine Handtücher waschen. Und deshalb habe ich mir gedacht, nehme ich pink mit. Ich fand die so cool. Und dann kommen wir auch schon zu meinem letzten Produkt. Und zwar ist es von Donna Karan New York. Ich habe ein mega geiles Schnäppchen gemacht. 24,99 €. Dieser hammergeile lilane, sage ich schon, rosane Bademantel. Ist der nicht geil? Oh mein Gott. Und wisst ihr, der ist so, so, so weich. Es ist, oh mein Gott. Ich freue mich schon, wenn ich das erste Mal aus der Badewanne steige und diesen Bademantel anziehe, weil der einfach unglaublich weich ist. Und oh, ich freue mich so riesig auf den. Der ist so kuschelig weich. Ich weiß leider jetzt halt gar nicht, wie viel der in echt gekostet hat. Das würde mich natürlich auch immer interessieren, aber das stand da jetzt leider nicht mit dabei. Aber für 24,99 € habe ich, glaube ich, mit dem nichts falsch gemacht. Und der ist richtig schön weich.
Und ja, das war's von meinen Sachen. Ich hoffe natürlich, das kleine TK Maxx Haul Video hat euch gefallen. Also, falls ihr in München wohnen solltet oder mal in München, ja, zu München kommen soll. Es ist schon spät. Wartet mal, ich mach mal kurz. 21.41 Uhr. Also, es ist schon wirklich spät. Ja, für mich, für meine Verhältnisse ist das spät. Verzeiht mir mein, ja, mein Deutsch. Und die Haare übrigens, das habe ich euch auch gezeigt auf Snapchat. Das hat mir die Rebecca gemacht. Das habe ich euch auch auf Facebook verlinkt, falls ihr, ja, falls ihr mein Snap jetzt halt nicht mehr sehen könnt, seht ihr das auf Facebook. Ja, die hat das gemacht und zwar im Oberpollinger bei GHD. Die hat diesen neuen GHD-Lockenstab hergenommen und ich finde es einfach mega schön. Das ist so richtig schön beachig, seht ihr das? Und ich muss mal schauen, wie viel der gekostet, weil ich liebe ja GHD generell schon, aber ja, wenn der jetzt auch so um die 200 Euro kostet, denke ich mal, werde ich mir das nicht kaufen. Naja, ich schaue einfach mal. Ich hoffe natürlich, das Video hat euch gefallen. Ich würde mich selber einen Daumen nach oben freuen. Schaut mal, ich habe auch meine neuen Nägel gemacht. Habe ich euch auch auf Instagram gezeigt. Für alle Münchner oder die Interesse haben, da hinzugehen. Ich habe das euch gepostet. Da habe ich euch auch verlinkt, wie der Laden heißt und alles. Also schaut auf jeden Fall da auch vorbei, weil ich einfach, wie gesagt, es wurde heute gemacht. Ich kann also nicht dazu, ich kann dazu eigentlich noch nicht so viel sagen, ne? Aber die Form, die Farbe ist einfach so wunderschön und ich bin total glücklich. Ich hoffe, es hält. Morgen gehe ich wieder zum Pferdchen. Mal schauen, bis wann der erste Nagel abbricht. Bis wann der erste Nagel. Also Leute, ich verabschiede mich jetzt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis bald. Mua. Tschüss.